Gladbach ist heiss auf der Brill Embolo. Es ist ein Wechsel, der für alle Parteien Sinn machen würde. Nicht zuletzt, weil Schalke in der Positionierung und in der Einschätzung alles falsch gemacht hat. Es war nach der EM 2016, wo Schalke mit grossem Brimborium den Brill Embolo vorgestellt hat. Mit dem Jungen überhaupt keinen Gefallen tun damals. Man hat Erwartungen geschürt, die er nicht halten konnte. Und vor allem hat man das Gefühl, da kommt ein Knipser. Dabei ist er ein ganz anderer Spielertyp. Weil jeder, der den Brill Embolo in der Schweiz beobachtet hat, hat gewusst, das ist ein physisch hervorragender Offensivspieler. Aber ganz sicher keiner, der dir 20 Goal pro Saison schiesst. Man konnte das allein an der Statistik anschauen. Maximal 10 Goal hat Brill Embolo pro Saison geschossen für Basel. Ein Albion Ayeti zum Beispiel hat 17 gemacht. Und er ist garantiert der weniger talentierte Spieler. RB Leipzig, der damals den Embolo auch holen, die haben das einfach erkrankt. Die haben ihn als Nummer 8 geplant im halbrechten offensiven Mittelfeld. Weil er einer ist, der Druck machen kann, Pressing spielen und jeden Zweikampf geht. Und darum ist es irgendwie logisch, dass Marco Rose den Brill Embolo holen will. Er kommt ja von Red Bull Salzburg, steht für das Tempo und für das Pressing und es wäre auch für alle Parteien der richtige Schritt. Bei Schalke hat man irgendwie das Gefühl, dass er gerade medial verbrennt ist. In jedem Artikel wird geschrieben, was für ein Flop er war, dass er unglaublich lang verletzt war. Das wird gar nicht mehr gross berücksichtigt in der Berichterstattung. Darum wäre eine Luftveränderung für den Embolo eigentlich wahrscheinlich gut. Gladbach wäre für den Neuanfang genau der richtige Club. Ein familiär geführter Verein, der sehr starke Säulen hat, die schon lange im Club sind, wo man wieder richtig auf die Beine kommt und nicht ganz den gleichen Druck wie auf Schalke hat. Weil wir dürfen das Ganze nicht vergessen, der Brill Embolo ist erst 22. Er hat noch genug Zeit, um im Ausland durchzustarten.